Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Und vorab wünsche ich euch allen erstmal einen guten Start in die neue Woche. Die Links zum Posting und den Artikeln packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Das National News Bureau of Thailand meldet heute am 7. Juni 2021 2.419 neu gemeldete Fälle, davon 1.347 inländische Fälle, 949 im Proactive Case Finding, 91 in Justizvollzugsanstalten und 32 importierte Fälle. Und die Anzahl der Menschen in Thailand, die bereits die erste oder auch schon die zweite Impfdose erhalten haben, beträgt 4.218.094. Thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post berichtet: Die großen Wiedereröffnungshoffnungen für Phuket schwinden. Phuket. Die Unternehmen auf Phuket sagen, dass die Einschränkungen im Rahmen des Sandbox-Modells von Phuket die ausländischen Touristen abschrecken werden. Die betroffenen Unternehmen haben bisher nur vorsichtig auf den Plan reagiert, Phuket nächsten Monat für geimpfte ausländische Touristen wieder zu öffnen. Da die Betreiber nicht zuversichtlich sind, dass die Touristen aufgrund der strengen Anforderungen an ankommende Touristen zurück auf die Ferieninsel ziehen. Ab dem 1. Juli verzichtet Phuket auf die Quarantäneverpflichtungen für ausländische Touristen, die vollständig gegen Covid-19 geimpft wurden. Im Rahmen des Modells Phuket Tourism Sandbox, das als Modell für die Wiedereröffnung der thailändischen Tourismusbranche angepriesen wird. Vorsorglich müssen die Touristen jedoch 14 Tage auf der Insel bleiben, bevor sie zu anderen Zielen des Landes weiterreisen dürfen, gegenüber den zuvor angekündigten 7 Tagen. Vishay, der Manager der Sunshine Tour Phuket Co., sagte gegenüber der Bangkok Post, dass der Wiedereröffnungsplan insgesamt zur wirtschaftlichen Erholung der Ferieninsel beitragen wird. Er wollte jedoch, dass die 14-tägige Aufenthaltspflicht auf 7 Tage zurückgenommen wird, da die Hotels und die Fährunternehmen die Touristen auf die Tagesausflüge mitnehmen, auf die Wiedereröffnung hoffen. Da sich sein Unternehmen auf Touristen aus asiatischen Ländern konzentriert, von denen die meisten im Allgemeinen nicht planen, länger als 5 Tage in Phuket zu bleiben, sagte Vichai, er habe bisher noch keine neuen Buchungen gesehen. Zitat: Einige Golfer aus Singapur hatten Interesse bekundet, 3 Tage in Phuket zu verbringen. Aber das war's dann auch schon, fügte er weiter hinzu. Weiteres Zitat: Obwohl Phuket im Juli wieder eröffnet wird, wissen wir nicht, wie viele ausländische Touristen tatsächlich zurückkehren werden, sagte Herr Vichai. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, und da frage ich auch direkt mal nach: Wiedereröffnungshoffnungen schwinden, so wie es in der Überschrift steht. Wie sieht's bei euch aus? Sind bei euch die großen Wiedereröffnungshoffnungen für Phuket auch etwas verschwunden, jetzt wo man weiß, dass es dann 14 Tage anstatt nur 7 sind? In den letzten Tagen habe ich schon häufig gelesen von euch, dass es für viele auch schon wieder zu viel ist, die 14 Tage, und dass da kein Interesse mehr dran besteht. Vielleicht habt ihr nochmal drüber geschlafen. Wie sieht's denn aktuell aus? Oder bei den Leuten, die jetzt das Video zum ersten Mal hier sehen oder das zum ersten Mal hören, habt ihr da Interesse dran an den 14 Tagen Phuket? Schreibt's mir doch gerne mal in die Kommentare. Derverlang.com berichtet: Hotels sollen sich für SHA Plus Zertifizierung anmelden. Phuket. Die Provinzverwaltung hat Unternehmen wie Hotels und Veranstaltungsorte, deren Mitarbeiter zu 70% geimpft sind, aufgefordert, sich für die Amazing Thailand SHA Plus Zertifizierung anzumelden. Die Zertifizierung wird über eine Online-Registrierung bei der Amazing Thailand Safety and Health Administration, kurz SHA, erreicht. Und ich überspringe kurz einen Teil. Denn eine der vorgeschlagenen Bedingungen im Rahmen des Phuket Sandbox Modells darin besteht, dass vollständig geimpfte ausländische Besucher in einem SHA Plus Hotel übernachten müssen und bei der Beantragung des Certificate of Entry, kurz COE, in ihren Heimatländern einen Nachweis über die Buchung in solchen Einrichtungen vorlegen müssen. Weitere Informationen auf Facebook, da ist dann ein Link verlinkt. Wie gesagt, Link dazu unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Und Thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post berichtet auch noch: Die landesweite Impfaktion läuft an. Bangkok, die Menschen strömen am Montag, dem 7. Juni, in die Impfzentren im ganzen Land. Als die Regierung ihre lange verzögerte Kampagne zur Impfung der Bevölkerung gegen den neuartigen Coronavirus startete,
Premierminister Prayut und Gesundheitsminister Anutin sagten in der Bang Su Grand Station, dass alle berechtigten Personen geimpft würden. Der neue Eisenbahnknotenpunkt ist einer von vielen Orten außerhalb von Krankenhäusern und Gesundheitsämtern, die als Impfzentren ausgewiesen sind, um Staus zu vermeiden und den Impfungsprozess in der Hauptstadt Bangkok zu beschleunigen. Außerhalb der Hauptstadt werden auch einige Einkaufszentren und Sportanlagen als Impfzentren für die Anwohner ausgewiesen. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, wie gerade schon gesagt, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Oder auch natürlich zu einem von den anderen Themen. Das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.